Zum Halbfinal-Playoff in der Basketball-Bundesliga Division West empfingen die Raiffeisen Dornbirn Lions die Kärntner Slowenen Kostselovec. Für die in Weiß spielenden Hausherren gab es nur ein Ziel, nämlich ein Sieg. Nach den Meistertiteln 2009 und 2010 steht heuer der dritte Titel in Folge auf dem Programm. Aber man ist noch nicht im Finale, denn Kostselovec bescherte den Dornbirner Löwen in der laufenden Saison die erste und einzige Niederlage und in der Playoff-Phase gelten sowieso eigene Gesetze. Nun aber zum Spiel. Künstler, Barsch, Atterbichler, Kern und Duncan starteten die Partie und gingen nach 1,5 Minuten nach einem 0:2 Rückstand durch diesen Dreier von Atterbichler mit 3:2 in Führung. Dann schaukelte sich die Partie hin und her. Die Gäste mit einem Fastbreak zur erneuten Führung 4:3. Nach knapp 5 gespielten Minuten scorte Kern das erste Mal nach dem Assist von Atterbichler 5:4 für die Löwen. Nur 30 Sekunden später der zweite Dreier der Hausherren. Diesmal war es Duncan, der die Führung auf 8:6 ausbaute. Duncan zum zweiten 10:6 und dann war das erste Timeout angesagt. Viel passierte danach nicht mehr. Nach dem ersten Viertel stand es 16:11 für die Dornbirner Lions. Sie taten sich, obwohl sie das erste Mal in der Saison mit der kompletten Mannschaft antraten, gänzlich schwer gegen die Kärntner Slowenen, so auch in der zweiten Spielphase. Die Gäste scorten die ersten Punkte, bevor Christian Künstner mit diesem Zweier die Führung erneut ausbaute. Aber Kostselovec hielt permanent dagegen. Nur mit einer aggressiven und vor allem aber auch sehr sicheren und engagierten Defensive hielten sich die Raiffeisen Lions im Spiel. Maximal 5 Punkte trennten die beiden Teams bis zu diesem Dreier von Duncan. 28:22 der Spielstand nach 5,5 gespielten Minuten in der Endphase der ersten Halbzeit. Dann passierte nicht mehr wirklich viel, die Gäste wurden immer stärker, doch die Defensive der Löwen blieb weiterhin konstant. So gewann Atterbichler hier den Rebound gegen Sieger Fermentin und bescherte so Duncan das Fastbreak, welches er routiniert nutzte, um so knapp 1,5 Minuten vor Halbzeitpause mit 30:27 in Führung zu gehen. Nach einem weiteren Timeout der Klagenfurter scorte Kapitän Tobi Nussbaumer durch einen perfekten Assist von Künstner einen Zweier und Atterbichler setzte dem noch die Krone auf und stellte nach dem Zuspiel von Duncan sicher auf 35:27. So ging's dann auch in die Halbzeitpause. Im dritten und vierten Viertel mussten sich die Löwen was einfallen lassen, um mit einem Sieg kommenden Sonntag zum zweiten Semifinalmatch bei Kostselovec zu gastieren. Zu Beginn des dritten Viertels waren die Löwen dann aber in den Playoffs angekommen. In der Defensive wurde weiter kompromisslos und mit viel Einsatz gearbeitet und auch offensiv lief der Löwenmotor plötzlich wie geschmiert. Immer wieder rollten die Fastbreaks der Hausherren gegen den Klagenfurter Korb und angeführt von einem souveränen Darren Duncan war es vor allem Tobias Nussbaumer, der dem Spiel im dritten Viertel seinen Stempel aufdrückte. Er scorte alleine in diesem 12 Punkte. Gmeiner zeigte sich auch noch von seiner besten Seite, machte hier einen Dreier. Kern noch einen perfekten Rebound, Zwischenstand bei noch 1,5 zu spielenden Minuten, 57:37. Wir lassen ungeschnitten weiterlaufen. Duncan stoppte den gegnerischen Angriff bereits an der Mittellinie, assistierte anschließend dem in vollen Lauf kommenden Nussbaumer. Der spektakuläre Dunk hämmerte er aber an den Ring. Aber im nächsten Fastbreak scorte er wieder und so gingen sie mit einer 22-Punkte-Führung ins letzte Viertel. Die entscheidende Spielphase hatten sie also hinter sich und konnten das Ding im letzten Viertel relaxed nach Hause spielen. Eröffnet wurde es mit einem schönen Dreier von Duncan. Um es kurz zu machen, die Gäste machten letztendlich noch 18 Punkte, die Löwen, welche ihrem Namen einmal mehr gerecht wurden, 21 und so endete das erste Playoff-Semifinalspiel mit 82:57 und die Raiffeisen Dornbirn Lions können sich am kommenden Wochenende mit einem Auswärtssieg direkt ins Finale katapultieren. Ich finde, dass wir am Anfang schwer ins Spiel gekommen sind, sie haben immer wieder gescored und ja, im dritten Viertel haben wir super Defense gespielt und verdient gewonnen. Ich sage mal, im Westen sind wir sicher konkurrenzfähig, obwohl wir sicher besser spielen müssen gegen Schwarz. Ich finde Schwarz ein besserer Gegner, aber die Teams aus dem Osten sind auf jeden Fall besser, da ist das Niveau ein bisschen höher als bei uns. Die ersten zwei Viertel die waren doch ein bisschen hin und her und von vergebenen Chancen, eigentlich von beiden Mannschaften. Das dritte Viertel war natürlich sensationell für die Lions. Da ist man dann davor gezogen und im vierten
Da haben, glaube ich, die einen gewusst, dass sie gewinnen und die anderen verlieren. Zumindest hat es mal von außen so ausgeschaut. Ja, das ist eigentlich einer von unserer sehr guten Partner, den wir haben im Sponsoring-Bereich. Wir machen da sehr viel zusammen. Es kommt da sehr viel vom Verein, wo sie uns in dem Sinne als Sponsor fordern und sagen, du, da können wir was zusammen machen. Und wir sind natürlich jetzt so eine Bank, die gern bei so Aktionen mitmacht, wo wir dann gleich ja sagen. Und ja, das ist super, oder in der Halle, die Stimmung ist immer super, da ist immer was los, so um den Sport in der Halle da. Also, na, und sie transportieren uns als Sport so auch gut und da sind wir gut vertreten. Ja. Ich glaube, dass die heutige Leistung nicht unsere wahre Können gezeigt hat. Wir haben schon viel bessere Spiele gespielt, das kann man nicht so umlegen. Wenn wir ins Finale kommen, wird das sicher eine ganz, ganz tolle Serie gegen Schwarz werden, vermute ich. Aber noch sind wir nicht im Finale, wir haben noch ein schweres Auswärtsspiel. Und ein drittes Spiel würden wir in Haselstaden spielen müssen. Das heißt, noch ist nichts gegessen eigentlich.